Nun schauen wir uns mit Hilfe von GeoGebra die Binomialverteilung anhand dieses Beispiels an. Das Beispiel lautet: Markus schreibt die 26 Buchstaben des Alphabets auf jeweils einen Zettel und gibt diese in eine Schachtel. Anschließend zieht er 7-mal hintereinander einen Zettel heraus, notiert den gezogenen Buchstaben und legt den Zettel wieder in die Schachtel zurück. Auf diese Weise entsteht ein Wort mit 7 Buchstaben. Wir interessieren uns für die Anzahl der Vokale, die dieses Wort enthält. Es sind hier 3 Aufgaben gegeben, nämlich den Erwartungswert zu berechnen und die Standardabweichung und ein paar Wahrscheinlichkeiten. Mit GeoGebra ist diese Aufgabe sehr einfach zu lösen, da es hier einen eingebauten Wahrscheinlichkeitsrechner gibt. Diesen findet man im drittletzten Werkzeugmenü unter Wahrscheinlichkeitsrechner. Standardmäßig erscheint sofort die Normalverteilung, man kann aber ganz rasch die Binomialverteilung einstellen. Hier sieht man sofort, dass man nur mehr die Parameter n und p eingeben muss und schon erhält man eine vollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung. In unserem Beispiel ist n 7, weil man ja 7 mal zieht, und p die Wahrscheinlichkeit für einen Vokal ist 5 26stel, weil es ja 5 Vokale im deutschen Alphabet gibt. Sofort erhält man eine komplette Wahrscheinlichkeitsverteilung. Hier auf der rechten Seite sieht man auch die jeweiligen Zahlenwerte in einer Tabelle zusammengefasst und man kann jetzt ganz rasch die einzelnen Wahrscheinlichkeiten berechnen. In Beispiel A ist jedoch der Mittelwert und die Standardabweichung gefragt. Diese werden hier unten rechts eingeblendet mit μ und Sigma. Bei Beispiel B geht es darum, dass das gezogene Wort genau 2 Vokale enthält. Man kann durch einen einfachen Klick sofort die Wahrscheinlichkeit sich anzeigen lassen und ablesen. Bei Beispiel C berechne die Wahrscheinlichkeit, dass das gezogene Wort höchstens 2 Vokale besitzt. Geht es ja darum, auszurechnen, dass es 0, 1 oder 2 Vokale besitzt. Man kann das so lösen, dass man hier von 0 bis 2 eingibt oder auch in der Tabelle von 0 bis 2 auswählt und schon wird die gesuchte Wahrscheinlichkeit berechnet und auch dargestellt. Mit Hilfe des Wahrscheinlichkeitsrechners von GeoGebra sind die Aufgaben zur Binomialverteilung sehr einfach zu lösen, wenn man die Parameter n und p richtig bestimmt.